Hallo. Und wir sind hier bei der vierten Folge, wenn ich jetzt nicht ganz behindert bin, von FIFA Ultimate Team. Und ich habe mal wieder ein neues Team. Hab mir mal ein argentinisches Team gemacht, außer die Abwehr, weil die haben einfach keine guten Innenverteidiger, finde ich jetzt so. Ja. Ja. Dann machen wir da mal ein Online-Turnier. Bananen haben 0 Punkte. Transfer-Window Cup, was ist das denn? Das hat. Na, komm weg damit. Ja. Ach, Kinders. Als zweites Team hatte ich mir mal so ein Bundesliga-Squad gemacht. No, Hose. So, fangen wir da mal an. Ich nehme aber das Trikot. So, auf geht's los hier, meine Freunde. Na, Skiller-Team. Ja, der hat ein Skiller-Team. Oh. Na, Kinders. Mal gucken, vielleicht kann er ja sogar skillen. Die meisten können jetzt. Also ich habe noch keinen guten Skiller getroffen. Na, natürlich steht genau eine Nörgi-Dose vor den Spielernamen. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was? Also ich dachte jetzt Elfmeter oder so ein Kack jetzt, ey. Nein, natürlich nicht. Ah. Erstmal reinkommen, ist wieder erstes Spiel seit, keine Ahnung, 3 Tagen oder? Ne, seit einem Tag. Achso. Ja. Ach, Kinder. Und. Mein Gott, ey. Moritz? Ja. Hi. Hi. Hä, Ecke, war ich da noch dran? Maurice, du Horst! Du Horst, Freund! Mein Gott, ey! Hier geht's mal wieder ordentlich ab und so. Die Maria jetzt mal mit dem Steilpass auf Costa, weil ich den ja auch genau dahin spielen wollte. Oh, jetzt aber. Komm, Costa, mal Longshot. Ah, schade. Kann man ja mal ausprobieren. Zanetti. Boah, was hat das denn? Ach, oh, da kommt noch an. Higuain? Oh, mein Gott! Schade. Also die machen da voll die Gay-Action. Oh, ich sitze hier neben dir, schaue dir beim Let's Playen zu. No. Oh. No. Oh. Oh, ich hab den hier geflaxt, meine Freunde. Geflaxt. Costa. Ah, scheiße. Ich meine, natürlich schade. Ah ja, ich muss gleich mal was ändern. Dass nicht, dass der Walter so hier auf den Außen rumläuft. Ich meine. Auf den Außen kriegt der ja bitte mal gar nichts hin. Mit seinen 60 Pace. Ah. Ja, gibt nicht viel zu sagen, würde ich mal so sagen. wisst jetzt nicht, was ich ansprechen sollte. Ja, genau. Ist ein blödes Regenwetter und ja. So ist das wohl. Ja, Silvestre hat ihn mal wieder gemütlich über die rechte Seite spielen hier. Jetzt schnell spielen. Jetzt schnell spielen. Jetzt einen Konter setzen. Ja. Oh, die Maria Lauf. Zieh nach innen auf Costa. Aguero. Ach. Yo. Schade. Ja, ja. Der Aguero, der macht sich ganz gut.
Hab ja auch ein bisschen was für den gezahlt. Dann nicht dahin, bist du irgendwie voll behindert. Das ist, keine Ahnung, Anuskind oder so. Na, yeah. Ronaldinho, der Schnelle. Hat auch mal. Das ist ganz gut. Sehr, sehr gut eigentlich. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Oh, dann nicht dahin. Boah, ey. Wird hier mal hinpassen, ne? Das ist, die Bananen haben 0 Punkte. Man merkt Gott sei Dank gar nicht, dass ich keine Ahnung habe, was reden soll. Marco. Ja. Was? Was hast du gesagt? Hallo. Hallo. Ja. So, die Maria, komm. Oh, gewinnt das Kopfballduell so wie immer. Man kennt es ja von ihnen, den Kopfballstarke. Die Maria. Wie heißt er schon mal mit Vornamen? Irgendwie Adel oder so. Herbst, Maria Herbst. Christoph Maria Herbst. Nee. Hast du eigentlich mitbekommen, dass Oliver Kahn behauptet, Bananen haben 0 Punkte? Ey, warte, ganz kurz. Das kann ist das voll sein? Geil. Das passt gerade voll. Chef, wenn der Frage gerade so, haha, weißt du überhaupt irgendetwas? Dann schreibe ich, ja, dass Bananen 0 Punkte haben. Na, haben wir heute mal wieder was gelernt. Bananen haben 0 Punkte. Ja, so sieht's aus. Beste Werbung, die je erfunden wurde. Ach komm, wieso krieg ich denn gerade nichts geschisseltet? Geschisseltet vor allem. Raphael Sobis. Was ist er denn da? Ah. Oh ne, Vetsi Aguero. Oh. So. Da Vetsi ist on the baller mit einer guten Ballername. Hm. War richtig gut die Ballername. So wie fast jede Ballername im Spiel. Hä, was tut er denn da? Na, jo, Leute. Na, wie geht's dir? Du hast da dran, der Marco hat da wahrscheinlich dran geleckt, ne? Ja. Genau. Ich bin der Allwissende. Jo. Der Allwissende. Oh. Feguain wollte sowieso noch einen anderen suchen, nur da ging wegen Aguero das Geld ein bisschen weg, das ich mir zusammengeschnibbelt hatte. Deswegen war erstmal nur Higuain drin. Na, scheiße, ey. Ich kriege aber auch gerade gar nichts hin. Ich spiel gerade richtig schlecht. Bonner, gib mal ein bisschen Gas, ey. Haha, schon das zweite Mal. Aluminium! Meine Freunde. Ronaldinho. Oh. Natürlich muss Costa gegen DD oder so Kopfballduell machen. Oder wird sie? Natürlich pfeift er ab. Natürlich! Na, oh, nee. Ja. Ist ja noch nicht so ein interessantes Spiel. Noch nichts passiert, meine Freunde. Kein Tor gefallen. Und so weiter. Na? So. Ja, okay, klar, nimm den Ball nicht ab. Ja, genau, Kelvin. Achso. Ja, okay. Okay. Ja. So, eine Zeit. So ungestüm und neu.
Oh! Boom! Schade. Aguero macht die Ecken? Silvestro macht kein Kopfballtor? Hä? Was? Wieso macht denn Aguero die Ecken? Kann er das? 85 Fee. Hm. Ich mache aber lieber Costa, Junge. Guck dir die Werte an, ey. Geil, ey. Genauso wie bei der Kopfball. Finde ich auch. Costa mit der Ecke auf Silvestro. Doch, der kommt leider nicht an den Ball heran. Jetzt Robinho mit dem Konter gegen Samuel. Was ein faires Laufduell. Samuel ist ungefähr genauso schnell. Oh. Oh, gut. Der Handanovic war da noch dran. Nee. Oh, Pam. Ja, was eine Rettungsaktion. Rettungsaktion. Ja. Ach. Jetzt lass mich doch mal ein Tor machen. Ja, was soll denn das? Nein. Der war sogar fast drin, Raphael Sobis. Mango. Wie kann man den denn so drüber machen, ganz ehrlich? Das hätte ja noch nicht mal Frank Buschmann hinbekommen. Der kann ja anscheinend alles besser. No, Mann, da war ich gerade mal einen Longshot aus knapp. Ja, lauf am Ball vorbei, genau. Mein Gott, ey. Nein, ich habe A gedrückt. Oh, ach, ging noch gut, ging noch gut, ging doch noch nicht so gut. Ja. Habt den Ball wieder. Alles in bester Ordnung, meine Freunde. Schade. Sehr, sehr gut natürlich, ne? So ist das ja im Business. Das ist alles sehr, sehr gut. Oh, kann wir ja so, holt mal raus. Holt mal einen raus hier. Was soll diese Abkürzung überhaupt heißen? Ich war cool dann und so. Ja, das war voll schlau von mir, das zu machen. So, Aguero. Na, schade. Oh, geht trotzdem noch durch. Oh, Aguero. Na, schade. Nein. Wieso geht der Control aus? Nein. Ah, ist wieder an, okay. Ah, schade. Mann, ey. Schade. Hätte man besser machen können. Da hätten wir ausschlafen können. So, schön hier. Gemächliches Aufbauspiel. Von der Seite des... Oh, jetzt. Costa, setz dich mal durch. Okay, ist die Idee, gegen den kann man sich... Oh, nein, nein. No. Boah, ey, spiel doch einen normalen Pass, du Bob, ey. Voll Spaß. Dass er aber zum ersten Mal Fußball spielt. Nimm dieses Wort nicht in den Mund. So, Banner, ja. So, ich wollte den ja gar nicht weiter weghauen. Hä, das war doch kein Foul! Na, ey. Guck mal, wie fies ich jetzt bin. Wenn er anläuft, dann gehe ich nach vorne, weil dann kann er daran nichts mehr hindern. Der Schiri kann da nicht mehr abpfeifen. Ich bin voll böse. Jetzt gehe ich nach vorne. Yo. Hey, der kann doch gar nicht so hart. Hätte den nicht irgendwie... Nein, kein Kopfballtor, kein Kopfballtor. Ja, Mann. Costa. Freistoß für mich. Na. So ganz zufrieden bin ich irgendwie mit dem Team noch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es noch so lange bleibt. Vielleicht wird hier noch was draus. Oh! Ich könnte meine dicke Oma anrufen, die. Keine Ahnung. Nein, Latte Linie war's. Wo ist deine Oma?
eine Obermacht von mir. Latte Linie war es. Was ist denn Obermacht? Latte Linie, ist mir doch voll egal. Ey, das kann nicht sein, ganz ehrlich. Ich glaube, wahrscheinlich in fast jedem FIFA-Video, was ich bisher aufgenommen habe, war zu Latte Linie. Also generell Latte oder Pfosten. Ey, das ist echt, das ist doch ein Witz, ey. Ganz ehrlich. Hey, was tut er denn da? Mein Gott, ey. Kann doch nicht so viel Pech haben. Vor allem wäre es voll das nice Tor gewesen. Aber, nein. Wieso sollte ich denn auch ein Tor schießen? Lavezzi, lauf mal ein Stückes. Natürlich Felipe Santana. Ungefähr so gut ist er auch nicht. Einfach gar nicht. Ah, nein. Nimm doch richtig ab. Ich verstehe manchmal nicht, wieso an manchen Paraden die Torwärter drangehen. Ich meine, der Ball ist quasi schon im Aus, aber trotzdem müssen sie da noch gegenspringen, damit der Gegner noch eine Ecke bekommt. So, gib mal Gas, Aguero, kannst du es doch. Komm, Longshot. Okay. Na, sollte ich vielleicht erstmal versuchen, ein Tor zu schießen. Ach, schon 88. Wahrscheinlich Verlängerung. Oder hier passiert mal wieder so eine Kacke. No, und da mache ich da nichts draus. Gehöre mit der Ecke, da steht Costa. Oh, schade. Schade, schade, Marmelade. Hier, weiter da mit der Balleroberung. Gib mal Gas, Akbana. Alter. Ja, ist ja okay. Du kannst auch wieder wegschalten. Alter, mach weg! Nee, ganz ehrlich, mach mal weg. Das ist, die essen dann nur Marmelade. Also, da passiert gar nichts. Ah. Komm, Alter, jetzt Ecke. Tor. Komm schon. Costa. Na, oder auch einfach kein Tor, schade. Oh, Verlängerung, gar kein Bocki drauf. Maurice, bitte hier nicht einschlafen! Also, ne, das war jetzt. Nicht das, was ihr denkt. Oh, oh. Natürlich ist Felipe Santana schneller als Aguero. Hm. Ungefähr so realistisch ist es auch. Ah. So. Nein, nein, nein. Schön gehalten. Von Handa. No, bitch. Was hast du dazu, Morris? Okay. Mal der Pass auf Aguero, der kein Annehmer war. Kann ihn nicht kontrollieren, den Ball. Schade. Schade. Oh, oh. Aber so ein richtiger krasser Skiller sei jetzt nicht. Was? Was? Das scheiß Spiel. Was damit? Mach doch mal ein Tor! Ja, irgendwie bin ich gerade nicht so gut drauf. Natürlich, wieso bitte holt den Ronaldinho mich ein? Das ist der letzte Spieler, der einen einholen kann. Nee, der ist doch für die Konter da. Ja, genau. Fabio, ich kenne ja so viele. Bist ja so ein richtig bekannter, guter Weltklasse-Spieler. Nein. Oh, ich dachte, der wäre drin, ey. Mann, wieso krieg ich denn nichts geschissen, ey? Das geht mir gerade voll auf den Peniszeiger. Oh, oh. Scheiße. Natürlich muss er es ver... Kelvin macht also einen Kopf... Ist ja nicht so, als ob da Handanovic dran gekommen wäre.
Wer ist denn das? Ein Freund, der hat eine Wurst rauspressen wollen. Ja, guck, da versüßt und so. Ja. Ist das nicht diese... Costa. Na, no, Alter. Wie kann denn bitte Kelvin das Kopfballduell dann gewinnen? Der hätte doch Handanovic locker haben müssen. Ich meine, Kelvin. Nein. Der Brasilianer Kelvin, nicht der fette Kelvin. Fette Kelvin, der ist fett. Und ist nicht schwarz, deswegen geht das nicht. Ja. Na, no. Kelvin hat auch schon mal mein Team. Der war eigentlich ziemlich nice. War auch Gott sei Dank gar nicht überpowered mit seinem Schuss und so. Ah, viele kommen. So, Walthasar schön den Ball erobert. Also er ist eigentlich Walter Samuel, aber... Ja, der ist Walter Samuel, aber ich nenne ihn immer Walthasar. Ey, kann doch nicht sein, dass ich kein... Das ist irgendwie so voll das Kack-Mittelfeldspiel. Da, dann verliere ich jetzt wieder den Ball und dann nehme ich den gleich wieder den Ball ab. Hoffe ich. Ja. Also irgendwie passiert gar nichts, ganz ehrlich. So. Nein. So. Mann! Nee, ich kann grad nicht gucken, sorry, Maurice. Ah, was war das denn für eine Kacke-Ecke da? Was? Ich höre nichts, man. Oh Mann, ey. Ja. Ist immer wieder schön, ey. Was? Wie sie einfach sinnlos hinfliegen. Aber wenigstens hält Handanovic gut. Außer dieses Tor, da sah die wieder richtig scheiße aus, ey. Ey, was tut er denn da jetzt für eine Kacke, ey? So, bitte noch einen Angriff. Natürlich nicht, immer wenn ich es sage, ey. Es ist doch so typisch. Ja, war ein richtig Kackspiel. Endlich, so geht mein Kack-Controller die ganze Zeit aus. Ja. Hat der irgendwie... Nö, geht ja noch. Ja, hey, war mal wieder eine richtig tolle Folge. Naja. Nächste Folge spiele ich mit meinem Bundesliga-Squad. Irgendwie bin ich mit dem Team noch nicht zufrieden. Wahrscheinlich werde ich es auch wieder verkaufen. Und ja. Maurice, ne? Also, dann bis zur nächsten Folge, wenn ihr bei den Fladenwänden nochmal vorbeischaut. Tschüss.